Was geht, Freunde der Außenwelt, und recht herzlich willkommen. Ich soll mal auf das Video von Freakso Game Over reagieren und genau das werden wir auch tun. Ich habe vor einer ganzen Weile Pokémon Spasti geschaut. Ich kannte das vorher noch nicht. Da waren mal alle Folgen in einem zusammengeklatscht auf Facebook und jetzt sehe ich gerade, das ist ja von dem Typ, ne? Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, das zu schneiden, hochzuladen, weil ich noch so viel zu tun habe. Habe ich meinen Monitor angerotzt, Alter. Alter, der ist dreckiger als ein Arscher unter Wasser. Yeah. Wenn ich da nicht bald mal aufräume, sieht's aus wie auf einer Müllhalde, die sauberer ist als bei mir. Mein Papierkorb ist so voll, das liegt alles einfach daneben rum. Wir schalten rüber zum Desktop und let's work. Adios. Ich komm nicht in Fahrt, ich bräuchte so etwas wie einen Raketenstart unterm Arsch. Ey, ich bin dauernd schlapp, gib mir ein Power-Up und ich werd wach. Ich fühle mich verarscht, weiß nicht, ob ich in diese Welt noch herpassiere. So gewinnt man leicht. Das mit dem Blockspringen von Super Mario kennt ja jeder. Oder vielleicht auch nicht, oder vielleicht die es kennen, oder vielleicht auch nicht. Ach, was rede ich denn hier, Alter? Der Stoppel ist auch nur ein Haar. Ein paar Sekunden später. Gab's mal so ein Spiel mit so einer kleinen Katze? War das eine Katze? Ach, irgend so ein Vieh, das war so eine Mario-Verarsche und dieses Spiel war so abgefuckt krank. Ich weiß absolut nicht mehr, wie das heißt. Wie hieß denn die Scheiße, wenn es jemand weiß, unten in die Kommentare damit rein, wenn jemand versteht, was ich meine. Auf jeden Fall ist da so ein kleines Vieh, ein Hase ist das, glaube ich. Es ist fast wie Super Mario aufgebaut, nur dass da so unzählige dumme Fallen sind. Bist du am Ende von Level an der Fahne, willst du an die Fahne hupen, auf einmal kommt irgendwas an und ruppt dich weg. Und dann denkt man einfach nur, ist das dein Scheiß ernst? Ich freue mich, dass ich mir hier die Haare blutig geruppt habe und fast am Ende bin und dann reißt mich so eine Scheiße weg. Wir haben nicht mal das erste Level geschafft. Also wenn jemand weiß, wie es heißt und ihr wollt, dass ich das mal spiele und aufnehme, können wir das gerne mal machen. Ich mit tausendfacher Schwerkraft, diese Bit ist eine kleine Art, merkt ihr das? Yo. Jeder Schritt zockt mich ab, als läge ich schon im Grab. Ich hab kein... Genau sowas meine ich. Genau sowas war am Ende bei den Spielen auch immer. Bloß, dass da irgendwas ankam. Laserstrahlklau oder sowas. Ich scheiß mir ein. Plan mal, ob ich das pack. Heute ist nicht mein Tag. Macht Sinn. Jeder Atemzug geht mir gegen. Boah, die Spiele habe ich auch geliebt. Es ist alles gut, doch davon merk ich nicht. Digga, ich bin mal wieder down. Hänge faul auf der Couch. Meine Energie ist verbraucht. Oh, Alter, sowas ist, ich spiele Golfspiele, spiele ich auch super, super gerne. Das Lied ist übrigens richtig nice, bis jetzt. Kommt noch ein Auto und fährt ihn um. Das realisiere ich erst jetzt. Und danach ein Vollperiode überzogenes Auto. Gut, okay. Ja, was wollte ich sagen? Solche Golfspiele spiele ich auch mega gerne. Halt nicht jetzt sowas wie Tiger Woods, weil das ist einfach zu Tiger-Scheiße. Aber sowas wie jetzt, Fantasy Golf, wie hieß denn das? Pangea oder so, Fantasy Golf, das war übelst nice. Super Mario Golf auf dem 3DS ist übelst nice und ja, halt Golf. Ich denke, der Schwung reicht aus. Und dann bleibt der Ball einfach 5 cm vorm Loch liegen und ich denke mir einfach, willst du mir meine Fresse verkoten oder hast du einfach nur Scheiße im Arsch? Was soll denn dir, Mist? Bleibst du jetzt davor stehen und dann, jetzt spucke ich schon wieder meinen Monitor an. Out, wie ein Astronaut, der in den Abgrund schaut. Die ganze Luft ist raus. Ey, das... Okay. Es ist so scheiße kalt wie in der Arktis. Die Sterne sehen aus wie bunte Smarties. Sie lachen über mich, die dummen Spastis. Ich müsste sauer sein. Das liebe ich bei Pimpal auch. Du hast so einen ultra fetten Highscore. Ein Highscore, den nicht mal auf dem Mars einer erreicht. Und dann auf einmal geht die Kugel einfach in der Mitte durch. Aber ich kann's nicht. Mein Hirn ist ein Toastbrot, bin schon tot. Oh, nichts kann mich hochholen, bewegt mich in Slow-Mo. Ich seh schon die Treppe zum Himmelspfad. Doch sogar jetzt renn ich gegen eine Wand. Und stattdessen fall ich tief in die Tiefe. Tiefer als tief, sogar tiefer als die Liebe. Vielleicht finde ich hier den Sinn meines Lebens, doch nein, ich suche ihn natürlich vergebens. Die Zeit hat mich abgezockt, was ein Schrott, ey. Die letzten Sekunden am Counter, die zählen. Alles auf Null, ich löse mich auf und auf einmal bin ich wieder gut drauf. Yeah. Ah ja. Findet ihr auch, dass bei Super Mario Spielen die Zeit so was von völlig unnötig ist? Ich meine, wenn ich ein Level dann fertig habe, dann habe ich noch so viel Zeit übrig, dass ich damit ein neues Leben aufbauen könnte. Bin mal wieder down, hänge faul auf der Couch. Meine Energie ist verbraucht, bin Game Over and Out. Wie ein Astronaut, der in den Abgrund schaut. Die ganze Luft ist raus,
Stell dich mal vor, man würde das wirklich so machen. Okay, Relaxo würde ich auch nicht fangen wollen. Das erinnert an GTA. Ja, da muss man schon richtig bescheuert im Kopf sein, im positiven Sinne, um so ein geiles Video zustande zu bekommen, wo solche Fails drin sind. Das ist richtig nice. Vor allem erstmal auf die Idee zu kommen, dass der Golfball vor dem Loch stehen bleibt und dann einfach so ein Auto mit Periode überzogen einen umfährt. Das ist richtig nice. Das Video war echt nice, das Lied war echt cool und ich würde auch schon wieder sagen, wenn ihr was habt, wo ich drauf reagieren kann, unten in die Kommentare damit rein. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, wenn ihr nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.